Tag Freunde, willkommen zum zweiten Unboxing hier im neuen ONC Studio. Ich bin Matthias und das ist die Scout MK2. Was sie kann, ob sie battlefähig ist und was ich einfach davon halte, das seht ihr in diesem Video. Los geht's! Mittlerweile solltet ihr wissen, dass ich diese Art von Karton auf jeden Fall bevorzuge, weil da hat keiner diesen Blaster schon mal irgendwie angepackt oder sind irgendwelche Fettfinger dran. So mag ich es am liebsten. Was noch mit drin sind, ist einmal hier die Warnhinweise. Bedienungsanleitung habe ich nicht gefunden, aber dieser Blaster ist eigentlich selbsterklärend. Was hier noch draufsteht, ist, dass einmal 4 Darts mit drin sind oder mit bei sind und dass wir einen N2 Elite Blaster haben und dass er ab 8 Jahren ist. Über die Reichweite ist hier leider nichts drin. Das finden wir dann aber hinten im Schusstest heraus. Und ja, des Weiteren brauchen wir diesen Karton jetzt eigentlich auch nicht mehr. So, hier sind ganz frische 4 Elite-Darts mit drin. Mit denen werden wir natürlich auch schießen. Und wir werden mit Akku-Strike-Darts schießen hinten beim Schusstest. Einfach weil es die besseren Darts sind und halt auch fluggenauer sind. So, zum Blaster an sich. Oh, sehr, sehr leicht. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick sieht es wirklich aus wie die Infinis. Sie steht da oben. Nein, andersrum. Da. Ich blende hier aber jetzt nochmal ein vernünftiges Foto ein. Und zwar einmal hier der Griff ist, oder beziehungsweise der Halter ist wirklich wie von der Infinis. Der Griff an sich sieht aus wie von der Infinis. Und halt das Blau ist das gleiche. Ansonsten, der erste Griff, muss ich sagen, fühlt sich sehr, sehr gut an. Ist sehr, sehr leicht. Also ist jetzt kein Klopper oder sowas. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Es knatscht nicht, es knirscht nicht. Hier oben haben wir die Tactical Rail mit der neuen Feder drin. Und des Weiteren haben wir hier den Namen Scout, Nerf-Logo drauf. Und hier einmal das kleine N-Strike Elite-Logo. Des Weiteren haben wir hier nochmal eine Öse. Und ansonsten könnte man das hier unten als Öse nehmen, aber nee, das stört dann quasi die Trommel. Hier ist ein kleiner Griffschutz. Ob man jetzt hier unten unbedingt greifen müsste, glaube ich nicht. Aber man kann den Blaster... Oh, das hört sich rapide an. Also da passiert auf jeden Fall was im Blaster. Weil jedes Mal, wenn man zieht, dreht die Trommel sofort mit. Und nicht erst nach dem Schuss. Gut, packen wir die Darts rein. Und das geht eigentlich ganz einfach hier immer über die Seiten. Könnte auch einmal links, einmal rechts, einmal oben. Und dann müsst ihr einmal rumdrehen, dann kriegt er den Dart hier vorne auch rein. Schauen wir uns mal an, wie das Zubehör da drauf aussieht. So, hier haben wir ja dieses MK2 Modell. Ich selber musste auch erstmal nachgoogeln, was überhaupt die Scout ist. Und muss euch jetzt auch hier einmal ein Bild einblenden. Oder hier, ich weiß es noch nicht, wo Platz ist. Die war gelb und hatte nur 3 Schüsse und hier haben wir eine Trommel mit 4 Schüssen. Also wirklich, die hat ein richtig cooles Design. Aber jetzt wollen wir erstmal Zubehör drauf machen. Klar, man muss auch ein bisschen übertreiben können. Das ist einmal das Zielvisier von der Longshot. Was ich gleich sehe, ist, dass sie so einen kleinen Schwung nach oben macht. Also wenn man zielt, es ist auch echt ein bisschen drüber und ein bisschen viel. Aber zum Zielvisier muss ich auch sagen, eigentlich bildet die Tactical Rail mit dem Teil hier vorne eine gute Kimme und Korn. Also das kann man echt gut benutzen. Man muss jetzt nicht unbedingt ein Zielvisier oder ein Red Dot hier oben dran machen. Einmal nur zum Zeigen, wie es aussehen könnte. Wir haben hier ja nur 4 Schuss. Des Weiteren könnte man jetzt hier so einen kleinen Griff dran machen. Ist zwar auch so ein bisschen drüber und er hält auch nicht richtig. Doch, jetzt ist er richtig drauf. Und man hätte hier jetzt noch 2 weitere Schüsse. Und man könnte jetzt, wie man will, durchs Battle gehen. Es ist nur mal so zum Zeigen, aber eigentlich würde ich da so gut wie gar nichts drauf machen. Vielleicht eine Taschenlampe, das sieht noch ganz nice aus. Aber am meisten Sinn macht hier ein Schild. Über den Blaster haben wir erstmal optisch gesprochen und was für Zubehör drauf geht. Und jetzt wollen wir erstmal wissen, was der Blaster an wirklicher Leistung hat. Los geht's! So, wir schießen als allererstes mit den mitgelieferten Darts. Und dafür laden wir einmal den Blaster hinten durch. So, ich halte als allererstes einmal komplett gerade und ziele circa auf das ONC-Zeichen bzw. auf die 50 und 25. Und das sieht schon mal wirklich hervorragend aus. Also die 8 Meter schafft er locker. Das heißt, ich ziele jetzt einfach mal auf die 100. Oh, fast getroffen.
sogar drüber. So, jetzt laden wir einmal die Original AccuStrike Darts. Die sind drin. Gezielt wird jetzt einmal auf die 25. Ja, war abzusehen, dass er ein bisschen weniger Leistung hat dadurch. Jetzt wird ein bisschen hochgezielt. Einmal auf die 75. Aber die 50 getroffen, das ist doch mal was. Hier habe ich jetzt gebrauchte AccuStrike Fake Darts, die wir fünfmal beim Battle hatten. Die probieren wir jetzt auch mal aus. So, ich ziele weiterhin auf die 100. Ja, da sieht man, gebrauchte Darts sind noch mal ein bisschen anders. Jetzt ziele ich mal, muss ich wirklich ein bisschen weiter höher zielen. Ja, soweit kommt er dann doch nur, wenn man höher zielt. So, zum Fazit. Zum Abschluss muss ich sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Blaster. Er ist klein, handlich und man kann ihn sehr schnell durchladen. Mit 4 Darts, die mitgeliefert sind, hat er nicht wirklich viel Kapazität, aber als Backup-Blaster, als Zweitblaster ist er wirklich gut geeignet. Hier oben wirklich auf die Tactical wirklich was drauf machen würde ich nicht, weil dadurch kann man eigentlich auch recht gut zielen. Und die 9 Meter mit den Original-Darts bzw. mit Akku-Fake-Darts oder Akku-Strike-Darts kriegt er auf jeden Fall hin. Wie gesagt, Handhabung top, Aussehen top und Schussweite so okay. Fürs Battle auf jeden Fall zu empfehlen als Zweitblaster. Direkt an der Front damit würde ich nicht gehen, weil da zieht man oft den kürzeren. Aber so als letzte Chance, wenn man so kurz um die Ecke gehen muss, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Diesen Blaster haben wir aus einem Actionmarkt bekommen. Ich wusste auch nicht, dass es da auf einmal Blaster gibt. Und ja, wir wurden darauf hingewiesen, dass, dass es den da gibt. Und hier blende ich euch auch einmal den Preis und ja, die Internetseite ein. Wenn euch das Video zur Scout MK2 gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch. Liked das Video, abonniert den Kanal, um ja, ein Teil der Community zu werden, um mit uns groß zu werden und dass wir auch bald die 15.000 Abonnenten schaffen, damit wir das nächste Gewinnspiel starten können. Darum würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder beim nächsten Battle. Bis dahin, Leute. Ciao.